In Madrid wird der Fußball mit großer Leidenschaft und tiefer Rivalität gelebt. Das Santiago Bernabéu-Stadion ist die Heimat des königlichen Teams von Real. Sie waren schon 10-mal die beste Mannschaft Europas. Ihre Fans hoffen, dass ihre Mannschaft jetzt den nächsten Titel holt. Ich hätte lieber gegen Bayern München oder eine andere Mannschaft gespielt, aber nicht gegen unsere Nachbarn. Wenn sie gewinnen, würden sie uns ständig daran erinnern. Deshalb wäre es das Beste, wir würden siegen. Vor 2 Jahren verlor Reals Stadtrivale Atletico das Champions-League-Finale gegen Real, erst nach Verlängerung. Jetzt wollen die Colchoneros, wie die Fans ihr Team liebevoll nennen, endlich ihren ersten europäischen Titel. Dabei genießen sie die volle Unterstützung ihrer Anhänger. Es ist Leidenschaft, es ist Emotion. Wir tragen das in unseren Herzen. Atletico hat viel Kraft und eine positive Einstellung. Jeder der beiden Clubs hat in der Stadt seinen Platz zum Feiern. Entweder steigt am Samstagabend am Cibelesbrunnen die Party der Realfans oder am nicht weit entfernten Neptunbrunnen feiern die von Atletico. Klar ist nur eines, die Champions-League-Trophäe wird für die nächsten 12 Monate ihre Heimat in Madrid haben.